So Leute, was glaubt, willkommen zurück zu einem Video von ProFlierTV. Hier in diesem Video geht es darum, es gibt eine neue taktische Aufgabe. Eliminierungen mit Zielfernrohrwaffen. Das passt perfekt, weil aktuell gibt es ja diesen Modus Scharfschützengefecht. Da gehen wir jetzt einmal rein und zeigt euch mal, wie es klappt, wie gesagt. Wenn ich weiß, was Zielfernrohrwaffen sind. Es gibt ja verschiedene Waffenarten von Sturmgewehre, von Sniper, von Pistolen. Es gibt Pistolen mit Zielfernrohr, es gibt Sniper mit Zielfernrohr und auch Sturmgewehre mit Zielfernrohr. Ganz einfach zu erklären, wenn ihr die Kills ganz schnell haben wollt, geht einfach jetzt aktuell, gibt es ja den Scharfschützengefecht Modus in Duos. Am besten geht da rein und holt euch eine Sniper, kein Jagdgewehr bitte, wenn es geht. Leute, und zwar die meisten, die nicht wissen, was eine Zielfernrohrwaffe ist. Mit der Sniper, wie gesagt, hier sieht man ja, ist eine Art Visier. Wenn man ranzoomt, ist es ein Visier, ne? Und damit müsst ihr einfach 3 Kills holen. Das ist eigentlich mega einfach. Einfach mit, wie gesagt, 3 Kills holen. Habt ihr auch eigentlich direkt geschafft. Das sind Visiere einfach. Und dürft ihr nicht vergessen, Leute, es gibt noch den Stern. Sobald ihr die Aufgabe geschafft habt, Leute, könnt ihr, wie gesagt, hier den Stern holen. Das könnt ihr oben beim i, kommt jetzt gerade, aktuell kommt ein i, eine Informationskarte, oben draufklicken, da ist die kostenlose Sternstufe. Am besten draufgehen, dann könnt ihr die den Stern abholen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, Leute, wie gesagt. Lasst doch, wie gesagt, einen kostenlosen Abo da. Und wenn ihr Bock habt, natürlich auch ein Like da lassen. Und nicht vergessen, support a creator, ProKiller 1234570. Ich würde sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Peace.